Sie haben das angesprochen, gerechte Wirtschaftsbeziehungen, dass das wichtig wäre. Frau Tata, ich kenne das Beispiel von dem Milchpulver, von dem berühmten, was in Deutschland in der EU produziert wird, Überproduktion von Milch. Das wird nach Afrika exportiert und macht dort die kleinbäuerlichen Milchbetriebe kaputt. Was kann Afrika dagegen tun? Sehr wenig. Sehr wenig. Und das ist genau das Problem, weil die stehen auf die schlechtere Verhandlungsseite. Ja, und das Problem, man sieht das auch, weil die Entwicklungshilfe wird genutzt, auch als Druckmittel für die afrikanischen Länder. Ich weiß nicht mehr, ob das 2010 war oder 2009, weiß ich nicht mehr ganz genau, als die gefrorenen Hähnchen von Europa nach Ghana exportiert worden waren. Die Regierung hat versucht, in Ghana diese Hähnchen zu stoppen. Und die haben Druck von der EU bekommen. Ja. Moment, was heißt zum das Beispiel? Genau? Das heißt, es gibt... Die Regierung sagt, wir machen eine Schutzzölle genau für diese Hähnchen. Das. Dann sagt Europa, nein, es gibt wenn keine Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr kein Geld mehr. Genau. Läuft das und so? Das wird das einfach ist, benutzt als Druckmittel. Und deswegen, das ist keine Ehrlichkeit. Moment, wir reden jetzt über gerechte Wirtschaftsbeziehungen. Sie wären also für Schutzzölle für afrikanische Städte? Also ich bin dafür, so viel wie möglich freien Handel, freie Marktzugänge zu schaffen. Also keine Schutzzölle. Und ich bin sehr dafür. Und wir sind ja auch schon dabei, EU-Agrarexportsubventionen sind kontinuierlich weiter abgebaut worden. Wir haben nur noch einen Minimalstbetrag, der auch demnächst fallen soll. Das ist ein Novum, dass sich die Landwirtschaftsministerin und der Entwicklungsminister einig sind, wir wollen keine EU-Agrarexportsubventionen mehr. Und die müssen in Verhandlungen, das dauert eben alles ein bisschen länger, auch heruntergeführt werden. Frau Gewohnheiten, Sie sprechen von Freihandel. Die europäischen Länder und genauso die amerikanischen Länder, ihr habt eure Märkte geschützt, um die Industrie zu entwickeln. Die Afrikaner, die sind noch nicht so weit mit der Entwicklung ihrer Industrie. Und sie wollen jetzt frei handeln. Wie wollen sie handeln mit afrikanischen Ländern, die überhaupt viel von dem keine Industrie haben? Das bedeutet, um Fairheit, um Fairness zu schaffen, müssen erstmal die Afrikaner ihre eigene Industrie vor Ort schützen und entwickeln, bevor man überhaupt über einen Freihandel sprechen. Also, aber das wollen die EU nicht. Das heißt, das große Problem der Globalisierung war, dass es eben eine neoliberale Globalisierung war. Dass der Markt zum Dogma erklärt worden ist und der freie Markt unhinterfragt einfach als Norm gesetzt wurde. Man muss genau, wie Sie es gesagt haben, ganz differenziert sehen, wo hilft die Freiheit und wem hilft die Freiheit und wo erreicht sie das Gegenteil. Deswegen muss man einfach ganz differenziert drauf schauen. Der Markt hat seine gute Funktion, aber eben nicht überall.